1734 Tonnen. So viel Antibiotika wurden 2011 von Pharmafirmen an Tierärzte in Deutschland abgegeben und an Tiere verabreicht. 1734 Tonnen, das sind 44 Tanklaster voll, so die Schätzung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Was ist der Grund für die große Menge? Sie kommt vor allem durch die Intensivtierhaltung zustande. Wenn beispielsweise in einem Geflügelmaststall mit 40.000 Hähnchen nur ein paar Tiere erkranken, bekommen alle 40.000 über das Trinkwasser Antibiotika. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass sie sich alle anstecken. Ähnlich ist die Praxis in vielen Schweinemastställen. Nach Schätzungen von Wissenschaftlern ist die Menge an Antibiotika, die in der Tiermast verwendet wird, das Sechsfache von dem, was in der Humanmedizin verschrieben wird. Tierärzte weisen allerdings darauf hin, dass es auch mehr Tiere als Menschen gibt. Unbestritten ist, der massenhafte Einsatz von Antibiotika birgt eine große Gefahr. Es bilden sich immer mehr resistente Keime. Jährlich sterben in Deutschland etwa 15.000 Menschen, deren Immunsystem schon geschwächt war, weil bei ihnen kein Antibiotikum mehr hilft. Wie kommt das? Schon immer gibt es Keime, die gegen bestimmte Antibiotika resistent sind. Aber je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto mehr Resistenzen bilden sich. Die Krankheitserreger haben eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit und geben das Resistenzgen weiter. Die Wissenschaft muss ständig neue Antibiotika entwickeln, um die schnell mutierenden Keime in den Griff zu bekommen. Der Antibiotikaeinsatz muss reduziert werden. Die Frage ist nur, wie? Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner will das Arzneimittelgesetz ändern. Unter anderem soll der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung noch strenger kontrolliert werden. Landwirte und Tierärzte müssen den Verbrauch noch umfassender dokumentieren und an eine bundesweite Datenbank melden. Nachdem der Bundestag der Gesetzesänderung zugestimmt hatte, lehnte sie die rot-grüne Mehrheit im Bundesrat Ende März ab. Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsminister Johannes Remmel kritisierte, Aigners Vorschlag hätte vermutlich nicht eine Tonne Antibiotika eingespart. Denn auf die neue Datenbank hätten die Kontrollbehörden der Länder keinen direkten Zugriff und sie könnten keine unmittelbaren Maßnahmen gegen einen Betrieb verhängen, wenn der überdurchschnittlich viele Antibiotika einsetzt. Außerdem müsse die Datenbank mit einer Funktion ausgestattet werden, die automatisch und sofort Alarm schlägt, wenn irgendwo Missstände herrschen, nicht erst nach Monaten. Die beiden Vorschläge von Bundestag und Bundesrat liegen derzeit im Vermittlungsausschuss. Ob es noch in dieser Legislaturperiode zu einem neuen Arzneimittelgesetz kommt, ist allerdings fraglich.